der Bart viel dunkler. War der eben hell oder was? Merkwürdig. Also, wir gehen mal auf Game und Michi. Wenn ich die Zone wechsle. Ich rede mal mit Lorat. Ich hab doch... Wechsle ich denn gleich die Zone? Du weißt da schon, was kommt. Vielleicht ist das sinnvoll, das zu wissen. Aber wenn 55 Leute gerne Diablo sehen, werde ich das sicherlich nicht machen. Ich mache auch auf jeden Fall das Livery, aber dann halt zu späterer Stunde. Gleich komme ich in die Open World, okay. What party plays in all this? But first, I need you to retrieve something of mine while I finish my negotiations. A merchant in the center of the city has it. Just tell him I sent you. Mm-hmm. What were the villagers doing in those ruins? Sacrificing, summoning demons, honing all the wonderful gifts that Lilith gave them. Leute, kamt ihr gerade alle bei iRacing dazu? Ich bin gerade ganz perplex. Oder stimmt das gar nicht? Hier steht, es wären 55 Zuschauer dabei. Habe ich einen Raid verpasst? Warte mal, Aktivitätsfeed? Nö. Die Stimme ist auch total geil. There was a prophecy, yes. It foretold the rise of the primevals, the return of Lilith and Inarius, the doom of our world. Inarius adopted the prophecy for his own selfish purposes. Put it in the Cathedral of Light's gospel. Ah. Wieder auf 24 droppt, okay. Merkwürdig. Tattoos, Swayback, Cloudy Eyes. This poor thing is practical. War das ein Race Raid? Wirklich? Wer war's denn? Warum wird mir der im Aktivitätsfeed nicht angezeigt? Das gibt überhaupt keinen Sinn. Well, well. Komm, was sagst du denn bis jetzt? Ist geil, oder? Ist richtig gut. Also ist genau das, was ich mir gewünscht habe bisher. Nicht so von der Performance her und dass die Cues sind, aber Game. Mhm. Muss er bezahlen. Lorath's Pole Arm. Das will er. So. Die 20 werde ich wohl noch haben. Ein Amulett. Also beides Quest-Items. Apologies. He also gave me this amulet. What is it? The mark of the Haradrim. An ancient order of scholars and mages. Mhm. To protect sanctuary. Was gefällt dir an der Open World noch nicht so? These days we are few in number. There is another Haradrim. Donan. Was waren nochmal die Horadrim? In Diablo 2 hat man einen der Horadrim gespielt, oder? Sounds like he could help us. You should seek him out in Skosglen. Ah, ich finde Open Worlds ja eigentlich eher geil zum Erkunden. Mal gucken, wie ich es gleich finde. You're not coming with me. I'm going to the Dry Steps to find out who that pale man is. Join me when you can, just. Be careful. Your ties to Lilith, the visions you see. You are the key to finding her and stopping whatever she has planned. Ah, vorher war man ein Nephilim, kein Horadrim, genau. Und das könnte Orden sein, in dem Deckard Cain war, stimmt. Tobi, bist du gerade in Game? Whether it is by accident or fate's hand. There is nothing. Oder sind alle in Wartelisten? The wanderer lost in the storm. Fed the blood of Lilith. Saved by a lone monk. Different lives and incidents drawn together. By what? Destiny?
or some greater power pulling the strings. Basti, das ist auch, was ich dachte, ja. But at the time, I thought I had the chance to protect humanity from the daughter of hatred. The Wanderer's connection to her gave me hope. Imagine that. Was mir gut, wirklich gut gefällt, sind die realistischen Größenverhältnisse von den Menschen zu den Gebäuden. Das haben sie super gemacht. So, a map to the world. Bin ich jetzt in der Open World oder nicht? Find your purchases. Welcome to the beta. Ich hab das doch alles. Town Portal. So, was gibt's hier? You seem concerned. Yes, well, Bozan has yet to return from delivering our tithing demands to Menistad. Perhaps you could sweep the roads and see what's taking him so long. The cathedral must receive its dues. Da ist noch eine Quest, Raising Spirits. For 100 generations, hell itself. Da ist jemand. Ich bin in der Open World, oder? Doch kein Disconnect. Could not break him. He cast off his infernal shackles and returned to us. Ja, geil. The new militia recruits have been training night and day. They deserve a little praise. But I can't let them see me as soft. Mind giving them a cheer for me? Easy coin for you, a boost of confidence for the recruits, and I get to go on being the hard ass. Everybody wins. I will handle it. Sehr geil. Hello. Greetings. Ach, komm, können wir uns dann treffen? Ich sehe nur Spieler im Hardcore-Mode. Ah, vielleicht ist das auch der Grund, warum ich hier rausgeschmissen wurde. Vielleicht gibt es so einen Hardcore-Server und der ist nicht ganz so überlastet. Vielleicht war das ein glücklicher Zufall. Das wäre ja schön. Dann starb er. Total Hardcore. Was ist denn da jetzt noch? Investigate the road to Menistad for Monk Bozan. Was ist hier? Raising Spirit. Cheer at the Training Militia. Mach ich. Wo ist er denn? Hier ist die Training Militia. Cheer. Wie kann man denn cheeren? Hello. Journalisten-Accounts werden bevorzugt. Genau. Greetings. There are so many ways I can kill you. Leaf dungeon, hello. Greetings. Efficient. Hello. Ah. Da, cheer. Greetings. Oh, well done. Hello. E und dann musste ich Mauswheel benutzen. Hier ist jetzt auch die Hauptquest. Was will ich denn zuerst? Ich bin so unentschlossen. Erstmal reden wir hier mit dem Guard. Thanks. I hope they don't get used to it. Fractured Peaks Renown. So. Jetzt muss ich hier hin.
Campaign Quest, Unforeseen Visit, Ill Tidings. Ach, könnte man jetzt tatsächlich sogar direkt dahin gehen? Im Hauptspiel später? Kann man sich das da quasi dann aussuchen, wo man levelt? Das ist ja heftig. Oh, glorious Father, thank you. Your light has cleansed the disease from my flesh. I am made whole. Sin. Children of darkness. But the Father's light can be sought through penitence and faith. Walk in the light. I received a report of a potential demon sighting. Horned woman near Yelesna Mines. Performed routine inspection. Nothing yet. Warum bewegt sich der Schatten, wenn ich um ihn rumlaufe? We'll report in when we find something. Kann mir das einer erklären? Warum bewegt sich der Schatten der Wache, wenn ich um ihn rumlaufe? Bin ich eine Leuchtfigur? Aber strahlt. We must be ever vigilant against sin, brother. Yes, Reverend Mother. Let the light of Inarius burn away wickedness. Let not temptation lead you from his holy radiance. Let righteousness see. Hi, 2BTV, grüß dich. Cast out thy darkness, for only schön, dass du reinschaust. Remain. Cast out thine darkness, for only light must remain. Is this the one from the west? Yes, Reverend Mother. Super coole Aktion von dir im Stream, einfach auf mich zu schalten. Fand ich super. Vielen Dank dafür. Im Rennen habe ich heute versagt. Kopf war einfach mal bei Diablo. We have received word from one of our knights of a demon sighting in Gale Valley. The description matches too closely to the sighting in Neves. If you would travel to Yelesna and take stock of events there, you would have the gratitude of the Cathedral of Light. I had thought to send Lorath, but... Again, he fails in his duty. With or without Lorath, the will of Inarius shall be done. Here. Take the knight's report before you go. Alles, was ich von Diablo 3 wollte, ist tatsächlich bisher jetzt hier. Reverend Mother, I received a report of a potential demon sighting. Dieses ernsthaftige, more gritty Realismus in den Größenverhältnissen. Und trotzdem ist es irgendwie noch die ähnliche Engine. We'll report in when we find something. She is spawn of a prime evil. Mark my words, Neves was but the beginning. She will kill again. But our father, the angel Inarius, is prophesied to defeat her. Where there is faith, there need not be fear. Mm-hmm. His skill is unmatched. But as you can see, he's not so reliable. It's not out of indifference. He went off searching for a pale man who accompanied Lilith. So someone is helping her. How easily the souls of men sink to darkness. Was soll ich denn hier noch machen? Speak with Reverend Mother Prava. Nochmal. One of our flock, the wild commander, Vigo, sent word of a demon sighting. A girl claimed to see a horned woman. Lilith. The risk is too great to dismiss. Seek him out. He should be well into his search. Da fehlte das Hervorgehobene wahrscheinlich.
Auch nicht. Speak with Reverend Mother Prava. Das ist doch sie hier. I cannot do that here. Weird. Quest-Icon bleibt einfach bestehen. Disconnect. Puh. Also bisher habe ich ja echt mega Glück im Vergleich, ne? Gibt's ja gar nicht. Gibt's denn hier einen Weg noch raus? Ich habe die Rolle auf dem Altar angeklickt, ja. Da war doch Vigos Gedöns hier. Den habe ich. War das noch was? Nee. I need time to prepare that. Ist das eine Beta? Ja, das ist die Beta. Sag nicht, ich habe jetzt einen blöden Quest-Bug, wo es erst weitergeht, wenn ich mich wieder einlogge. Ah! Da darf ich spielen und dann sowas. Man soll Bosan suchen, solange es im Questlog steht. Kann ich denn einfach hier mich hinporten? Ja. Vielleicht hilft das ja. Das erste Mal die Town Portal-Animation. Du hast den gleichen Bug? Ich meine, Jacke wird sich freuen, dann machen wir kurz das Livery. Kurz vor allen Dingen, weil das immer so schnell geht. Ach komm, wir haben morgen den ganzen Tag für Diablo. Fast. Bis auf das Formel 1 Rennen um 11. Wenn morgen die ganze Zeit Disconnects und so ein Mist nur sind, dann finde ich es ein bisschen uncool. Oh Gott. Ich hätte nicht den Fast Travel machen dürfen. Doch, hat geklappt. War aber eine wahnsinnig lange Ladezeit dafür, dass ich da gerade, dass ich im selben Gebiet bin. Dann gehen wir hier nochmal hin, ne? Was ist um 11 Formel 1? Samstag Sprint? Nein, wir fahren Formel 1, harte Chris. Ava Racing, Formel A in iRacing. World Tier? Ach, hier kann man die World Tier umstellen? The fuck? Okay. Habe ich sie jetzt umgestellt? Nee. Travel to the Cathedral of Light. What? Wo ist denn Bosan? Gott. My brother told me you have to shield your eyes in the father's presence. Tobi, hilf mir kurz. Ist das also verbuggt? Interpretiere ich das gerade richtig? Links oben, der blaue Kringel zeigt in die richtige Richtung. Ja. Okay. Ah, du bist an der gleichen Stelle. Ach, außerhalb der Stadt. Aber das ist doch die Sidequest, nicht die Mainquest. Richtig? Komme ich denn hier irgendwo raus in der Stadt? Das gucken wir jetzt mal. Not while I'm in town. Ja, gelb ist die Mainquest und die hätte ich gerne weitergemacht, aber geht ja nicht. Geht ja offensichtlich nicht. Aber hier komme ich raus, das ist schon mal gut. Oh, sogar nur mit Ruckel, mit Ruckelladezeit. Hier könnte ich auf jeden Fall spielen, dann machen wir das doch nochmal hier. Boah, ruckelt das, zuckelt das. Was ist denn da los?
Eisbären. Wow, und auf einmal bin ich schon mitten im Kampf. Das ist für Hardcore natürlich bitter. Gibt ja nichts Schöneres als einen wunderschönen Ruckler und dann bist du tot. Das wird eine knappe Wurst. Das war ein guter Level-Up. Ich sehe die Maus nicht. Das ist ein Problem. Für die, die gerade reingucken, ich spiele im Hardcore-Modus. Ich darf nicht einmal sterben. Ich kann mir das nicht erlauben. Jetzt sind zwei von den Dicken auch noch. Yes! Stark gekämpft, stark gemacht! Stark gemacht! Ich glaube, der ist alleine ein bisschen hart. Jawohl! Da ist der erste epische Helm. Da ist der erste Legendary Helm. Wuhu. Willkommen, Leute. Ich glaube, ich ändere die Farbe hinten hier von Rot auf Orange. Legendary Michael. Sehr schön. Boom, jetzt bin ich the Horned One. So sieht's nämlich aus. Und Intrepid Reckoning. Rare Boots habe ich auch noch gefunden. Hab Cash. Loose. Oh Gott, ich bin schon hooked. Ich bin schon hooked. Hooked heißt das. Hooked bin ich schon. Das bedeutet auch, ich spiele schon mal direkt einen Kampf und ich bin begeistert. Furchtbar. Furchtbar. Furchtbar gut. Das war doch was. Ja, die Itemsammelei funktioniert wie immer. So, dann wollen wir mal so viel Blut. Dann wollen wir mal. Oh, hab ich den Fuchs erwischt. Hab ich ihn erwischt. Den Polarfuchs. So, hier wird jetzt investigatort. Uhuhu. Aber das ist ja echt, da habe ich ja was gemacht, ne? Dass ich hier. Hier sind die anderen Leute! Hier sind die anderen Menschen! Und ich habe jetzt einen Hardcore-Charakter genommen und dann könnt ihr nicht mit mir spielen. Das ist so dumm von mir gewesen. Und gleichzeitig vielleicht gut, weil ich wenigstens spielen kann. Man weiß es nicht. Schön. Tobi, was denkst du? Was sieht schön aus? Lost Ark oder das hier? Echt mal! Ja, ihr seid einfach nicht hardcore genug für mich, Leute. Seht's doch ein. Kann ich ja nur auch nichts für. War doch klar, dass ich Hardcore nehme. Ihr wisst doch, wie hardcore ich bin. Echt, echt mal. Die Spinniri. Sorcery ist auch immer hier. Auf easy. Auf normal. Auf normal. Ist ja nicht easy, ist ja normal. Investigate the road to Manistad.
Sehen also ISO-Spiele sehen als ISO-Spiele beide hübsch aus. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Würde ich auch sagen. Aber das hier ist da so ein bisschen realistischer schon, oder? Würdest du auch sagen. So ein realistischerer Look. Was ist schwieriger, ein realistischerer Look, den man gut umsetzt, oder der Comic-Look? Hm. Was soll ich denn hier finden? Zum Teufel nochmal. Jump. Aber das haben sie echt genau wie Lost Ark gemacht. Wie Lost Ark gelöst. Wer hat Lost Ark nochmal entwickelt? Oh, wenn man übers Pferd rennt, dann blutet es nochmal. Geiler Blizzard-mäßiger Effekt. Oh, es wird immer weiter zerstückelt. Smilegate, so ist es. Es wird ja immer kleiner hier. Search the ravine for Monk Bozan. The ravine. Where is the ravine? Ah, hier unten bestimmt. Da ist er doch. Hallo. Na? Indeed I am. My guard turned on me, tried to choke the life out of me. The choke. All I could do before I lost consciousness was go over the cliff. I need to return to Kyovashad. And request a night escort. Warum muss die Stadt Kyovashad heißen? Klingt so. Ihr wisst schon. Collect the tithing demands. Kollektort. Deliver the tithing demands to Talgon the Merchant Lord. I'm not ready yet. Ach. Man macht sogar schöne Spuren im Schnee, sehe ich jetzt erst. Sehr gut, sowas mag ich. Oh, Vampire Bats. Klinker, Klunker. Ein Waypoint. Bip-bap-bup-bap-bup. Ja, mein Gott. Ah, Beta Barb und Benne MK Mark II. Benne Mark II. Es gab bestimmt schon Benne Mark I. Benne Mark I hat es nicht geschafft. I am so very grateful. I will need to make the necessary arrangements. Please excuse me. Happen. I shouldn't be holding this in my hands. It should be. Restraint, my lord. Restraint. Ah, yes. Of course. Carry on, Isti. Side questing, side questing. An arrangement I made went awry. Arai. Ich hätte immer Ori gesagt dazu, aber es heißt Arai. He's camped somewhere near the pass to the northwest. Return the gemstones he stole, and I'll make it worth your while. Hast du herausgefunden, wie man zwischen Nah- und Fernkampf switcht? Nein. Wie, Corbin? Sag es uns. Tell us. Ich auch nicht. Okay. Also ich halte Shift gedrückt für Fernkampf. Ist es das? Meinst du das? Oh, ein Veiled Crystal. Alles schlechter, kann ich verkaufen. 6.000 habe ich jetzt. Was hat er? Nix.
Safe journey. What will it be? Oh, da ist schon viel gut. Da ist schon viel, viel ganz gut. Waffenwechsel durch nur durch Styles. Topsenharz. Was sind denn Styles? Der gute Topsen hat eh viel. Viele Skills. Soll ich nochmal so ein World Event alleine ballern? Geh die Wagen. Oh, das ist ein Barbar, ne? Der da so rumballert. Muss ich jetzt mit denen noch in eine Party oder läuft der Laden einfach? Gestaltungsliebe, danke nochmal für dein Follow. Ich habe das eben im Racing-Stream gesagt, aber vielleicht hast du es dann gut bekommen. Murmuring Obols. Ja, nichts Gutes dabei, aber das hat schon mal Spaß gemacht wieder hier. Sehr gut. Gibt es eine Option, das schnelle Laufen auf optional zu stellen und normalerweise zu gehen? Nee, glaube nicht. Mit Gamepad spielen. Das könnt ihr natürlich eh probieren. Wollte ich ein bisschen später machen. Jetzt will ich erstmal spielen. Noch ein bisschen Episode 3 füllen hier auf YouTube. Ob die mich mal eben einladen wollen? Eh. Hi. Wanna invite me? Amas? Wieso zu Amas? Amas ist doch mein Schulfreund. Wieso habe ich den denn jetzt angeschrieben? I don't get it. Hallo. Habe ich hier in WoW eine Nachricht abgelassen? Na, well, well. Mit Gamepad schieße ich wieder alle Decken kaputt. Ja, das glaube ich dir. Das ist, obwohl die Steuerung in Diablo 3 auf Konsole gut funktioniert hat mit dem rechten Analogstick. Also mir ging es zumindest so. Ich bin allerdings auch sehr Analogstick-affin. Dennoch würde ich immer Maustastatur bevorzugen bei dieser Art Spielen. Path of Blood. Forbidden City, Slay Enraged Spirits 3. Gold well spent. Get the payment of gemstones from Luskas. Wir gehen erstmal hier rein. Texturen. Eklige Texturen. Das wollten wir doch von Diablo haben. Am Anfang der Dungeons... Oh Gott. Lall ich schon. Am Anfang der Dungeons sind immer wenig Gegner. Ist euch das auch schon aufgefallen? Und dann kommen sie aber alle auf einmal. Level 8. Mensch, bald bin ich schon maximal Level 25. Und dann 6.6. erst geht's weiter. Oh, so viele schöne verschiedene Gegner hier. Wunderbar. Ja, doch, gefällt mir gut. Ich glaube, ich komme aus der Nummer nicht raus und muss Diablo 2 Remastered nochmal durchspielen, wenn das hier erstmal vorbei ist und ich das nicht mehr spielen kann. Furchtbar. Furchtbar. Ich wette... Oh, was die an Kohle machen an Diablo 2 Remastered nochmal. Da werde ich nicht der Einzige sein, der da Bock drauf hat. Korben hat's richtig gemacht. Der hat das vorher schon durchgespielt. Bin mit dem Competition Pro... Moment mal, Gestaltungsliebe. Das habe ich geschrieben in meine offizielle...
in meine offizielle Biografie. Da steht das drin auf golem.de damals noch. Bin mit dem Competition Pro in der einen Hand und mit dem Basketball in der anderen groß geworden. Das steht da. Kannst du suchen. Golem Michael Wiczorek Impressum. Da müsste der Text auf Google noch gespeichert sein. Genau das. Oder hast du das gerade gefunden und jetzt da reingepostet und so weiter? Was macht der mit mir? Der Revenant. Der Leonardo DiCaprio. Diablo 2 kann man nicht durchspielen, Wugga. Schön. Machen wir eine Diablo 2-Gilde auf. Oh, mit Diablo 4 wird man auch nicht durchspielen können. Achso, wir sind alle mit dem Competition Pro in der einen Hand groß geworden. Alles klar. Ich verstehe. Jetzt wissen wir, was uns verbindet. Oh, den habe ich verwirrt. Bums. Shit. Richtig gut. Gestaltungsliebe hat Basketball sogar erfunden. Ich bin aber, glaube ich, noch älter als du. Sicher? Da es sonst doof ist, sag du mal, wie alt du bist. Da kann ich dir sagen, weil bei mir ist es eh klar. Also nur, wenn du willst. Ich bin ein Chat-Jüngling. 86. Nice. Was würde ich feiern, wenn jemand, der 86 ist, meine Streams guckt? Ich glaube, der oder die Älteste, der meine Streams guckt, ist meine Mutter. Mit über 70. Ich habe meinen 30. Geburtstag schon 21 Mal gefeiert. Okay, dann bist du ein bisschen älter als ich. 10 Jahre. Wieso fühlst du dich jetzt alt, Tram? Du bist nicht alt. Halt. Da ist doch noch einer. Ein Dreadful Leo. Plupp. Wow, ich dachte, ich wäre alt. Der war Faxi, wie schön. Man fühlt sich so alt wie Rücken. Oh, ich bin ja auf ein neues Bett umgestiegen. Bambus. Ich kann es empfehlen. Bambus. Mal ausprobieren. Bambus-Matratzen sind der latest shit in the universe. Moment, aber noch nicht. Kauft noch nicht. Ich muss erst den Influencer die machen. Es war 1982, meine Mutter... Was? Boah, das haben sie so gemacht. Das ist im Retail-Spiel geht das nicht so ab hier. Mein Bett macht der Pfleger nachher schön. Leute, feiert das Alter, feiert das Leben im Chat. Wir haben einen guten Tag erwischt heute. Wir haben eine Open Beta von einer Franchise, die schon tot geglaubt war. Die wir schon alle gehasst haben. Und das Spiel ist aber gut. Und wir haben Spaß im Chat. Können das gemeinsam genießen, wenn sie uns gerade reinlassen. Es gibt schlechtere Tage. Ich wette auch bei euch. Heute ist ein wirklich guter Tag. Hättest du einen Pfleger, wärst du schon im Bett? Ab 15 Uhr. Boah, ist das traurig. Traurig, wirklich traurig. Das will man ja nicht. Sowas gibt's ja tatsächlich. Mini sagt was. Mini sagt, ich habe mich die Tage mit jemandem über ein Musikalbum unterhalten. Sie meinte eins der Jüngeren. Ich habe nachgeguckt und das Album, das sie meinte, war von 2003. Schön. Da dachte ich auch, das ist schon ein bisschen länger her. Seitdem gab's noch einige Alben. Kommt immer auf den Künstler an, tatsächlich. Aber generell hast du natürlich vollkommen recht. Geiler Dungeon. Vielleicht ist es auch nur geiler Chat. Ich weiß es gerade nicht. Ich bin gerade alles, was ich jetzt sage, nicht so voll nehmen. Ich möchte dazu sagen, das ist kein offizielles Review von Diablo 4. Aber ich finde es gerade sehr, sehr gut.
Das ist wirklich super sinnlos rumschnetzeln, schön animiert, in dem Stil, den ich mir seit... Ah, wann kam Diablo 3? 2009? 11? 9, oder? Gewünscht hatte. Und das war so kacke im Vergleich. Und ich war Fan der Serie. Fan, Freund, wie man es sagen will. War sehr überzeugt von der Qualität von Diablo 2 und 1. 1 habe ich ja letztens nochmal ein bisschen rumgespielt. Ach, Korben, du jetzt wieder. Was magst du an Diablo 3? Später das jetzt, was ich dann nicht gespielt habe? Oder tatsächlich die Kampagne? Weil die Kampagne ist großer Bullshit in Diablo 3. Die Kampagne ist nicht gut. Es ist weniger comic-y, genau, 3M. Das hier ist jetzt wieder mit dem realistischen Look und viel. Allein schon, dass sie den Soundtrack von Diablo 1 remastert haben für den ersten Dungeon, das hat mich gerade sehr überzeugt. Gar nicht wahr, meinst du? Die Kampagne ist Käse. Also die, vielleicht nicht die vom Add-on, aber die Hauptkampagne war kacke, als ich sie gespielt habe. War nicht gut. Und alles endet mit Lea als Diablo. Kotz. Ach, Ximox jetzt auch. Jetzt kommt ihr alle aus den Löchern, ihr Diablo 3 Freunde. Nein. Das war nix. Ich finde Lea auch gut, aber nicht als Diablo. Da habe ich mich geschämt. Ach, jetzt... War ganz okay, ja, da kann... Okay. Alle, so vieles ist okay. Okay ist eines Diablo nicht würdig, so einfach. Dafür habe ich Beethoven live gesehen, schön. Mini jetzt wieder. Ich habe gar kein Diablo gespielt. Was sollen wir dazu sagen? Also mindestens eins. Ne, wer im Ava-Versum bestehen will, muss mindestens ein Diablo gespielt haben. Mir egal welches. Kann sogar drei sein. Und man darf es dann nicht schlecht gefunden haben. Weil man kennt ja nur Diablo 3. Ach, mein Genre. Raufklicken. Ich wette, ich finde Spiele, die sind so ähnlich. Die hast du schon gespielt, Mini. Aha, was schimpft er denn? Ximox, klär uns auf. Vielleicht können wir ja in einen Disput gehen, in einen Diskurs. Oder was dazwischen. Also die Performance ist noch nicht so gut, wie sie sein muss. Oh, jetzt kommen die Elites. Wir nehmen das Artefakt an uns. Potent Warding. After casting a non... Ich wollte hier mal in Ruhe leveln, ihr Affen. Was ist das? Your maximum mana. Oh, das ist immer gut. Nehme ich. Jammer. Massen von... Achso, hab das Gefühl, dass ein paar Sachen von Diablo Immortal drin sind. Marken, um Dungeons schwerer zu machen. Okay, ja, finde ich nicht so schlimm. Ach, er hat schon ein Video gemacht. Oh. Ja, wisst ihr, was wir dann machen? Das sollte ich noch nicht machen. Das mache ich gerne, wenn ich ein bisschen mehr gespielt habe. Also gerade finde ich es sehr gut. Ach, ich soll hier einfach alle Gegner töten, Mensch, wie im ersten Dungeon damals. Damals noch. Faith is the shield against darkness. You are invulnerable. Jetzt kannst du mir nichts, Vengeful Spirit. Ich bin invulnerable. Level 9. Es geht so schnell vorbei. Ob man im fertigen Spiel auch so schnell levelt? Komm, erinnerst du dich in der Kampagne von Diablo 3 an die Stelle, wo man
diesen Tempel mit dem Kult, ich will Kul Tiras sagen, aber das ist falsch. Mit dem Kul Schlag mich tot, Heini, diesem Kopf reaktiviert und immer wieder zwischen dem Friedhof und dem Tempel da hin und her rennt. Das ist scheiße, das war richtig schlecht designt. Kannst du mir nicht erzählen, dass es gut war? Was soll ich öfter spielen, Jack Martin? Das hier spiele ich öfter. Das werde ich viel spielen. Und Zelda. Und dann ist das Jahr vorbei. Dann ist das Jahr gelaufen. Die Rennversuche vor allen Dingen. Ich habe schon sehr erfolgreiche, schöne Rennen gefahren. Hör mal! Oh, ich habe einen Rock. Harmonious Pants. Pansu. Pansu. Lecker. Oh ja. Hallo? Hallo? Was schaue ich denn da an? Ja, das hier. Ja, das spiele ich schon. Oder mal Elden Ring. Elden Ring, wenn das Addon kommt, dann. Müssen wir nochmal durchspielen. So, jetzt wollen wir lesen. React. FF16 spiele ich auch, aber das kommt ja wahrscheinlich dieses Jahr dann doch nicht raus, Tobi. Warte mal ab. Hin und her, da war nichts mit hin und her. Ist mir nicht negativ aufgefallen. Da war ständig den Kack-Dungeon und was holen und dann da wieder abgeben. Na klar. Das war blöd. Das war fast so schlecht wie das ewige Sumpfgebiet von Diablo 2. Das fand ich auch nicht gut. Aber Diablo 3 soll ja am Ende richtig gute dieses High-Level, wie sagt man, Endgame gehabt haben. Das habe ich aber alles nie gespielt. Von daher, da gibt es kein Urteil von mir. Hatte ich keine Zeit für. Ich gehe auch für 9 Gold nochmal zurück. Irgendwo ist eine Tür aufgegangen, aber ich weiß nicht wo. Oh, Resurrected Malice. Das ist ein Boss. Oh, voll reingelatscht, ich Dussel. Auch ein guter Gegner. Schön, einfach, simpel gehalten. Mit dem Ausweichen macht aber Spaß. Übersichtlich genug. Sehr gut. Jetzt muss ich mit den Ads aufpassen. Ja, das ist stark. Das ist gut gemacht. Sehr. Ich glaube, ich erinnere mich nicht an einen Fight in Diablo 3, der so gut, schön übersichtlich war. So gut zu lesen war vor allen Dingen. Jetzt übertreibt er aber. Ich sag nicht, Diablo 3 war scheiße. Nur im Vergleich zu, wie Diablo sein musste, war es scheiße. Jetzt übertreibt er. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, ich wollte das erholen. Oh oh, oh oh. Oh oh, da stirbt der Hardcore-Charakter gleich. Mensch, sei doch nicht out of mana. Auch nicht vorwärts. Ich dachte gar, ich bin tot. Du hast gewonnen. Nein, du bist tot. Nein, du bist tot. Nix Gutes gekriegt für den harten Fight. War wohl doch nicht so hart, wie ich gedacht habe.
Well, well. Naja. You unlocked an aspect that can be imprinted onto equipment. Aha, aha. Aspekt. Ja, und wie? Wo? Was? Wo? Ability. Was haben wir hier noch? Enhanced Frostbolt. Kriegt's wahrscheinlich erst, wenn man 5 hier voll hat, ne? Dann machen wir das doch mal. So, und hier. Wo ist denn das mit den Aspects? Mit den Aspekten? Danke, danke. Woher kommt im Internet eigentlich dieses Press F to pay respect? Kann mir das einer erklären? Und wie mache ich einen Town Portal in diesem Spiel? Habe ich davon unendlich? Y öffnet bei Cubase die Systemsteuerung. Y macht hier gar nichts. Doch! Codex of Power and Challenges macht Y. Und die Map. Das ist der Dungeon. Mensch, bin ich komplett durchgerannt, bis auf hier. Aha. Codex of Power. Ach, tatsächlich! What? Ach, Jack Martin wusste das gar nicht. Corbin hat direkt geantwortet und ich habe ihn einfach überlesen. Was ist T? Ach, Town Portal ist T. Alles klar, Codex of Power. Und dann? Night Howler's Aspect. Blood Howl. Increases Critical Strike. Mhm. Das ist für den Druid. Druid, kann ich nichts mit anfangen. Musste zum Handwerker, um das zu machen. Aber bringt ja nichts. Ich bin ja kein Druid. So, was ist jetzt hier eigentlich mit der Main Quest? Das erfahren wir dann. Ich weiß. Ich muss einen Kompromiss finden jetzt. Also, das war Episode 3 von Diablo 4.